So, aber erstmal zu einem traurigen Thema. Haben Sie das hier mitbekommen? Toilettenpapier wird teurer. Ja, 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 ja. Im Osten haben die Bäume schon keine Blätter mehr. Ja, so sieht's doch aus. Ein Stück Klopapier ist mittlerweile mehr wert als eine Facebook-Aktie. Ja, so weit ist es schon gekommen. Aber es gibt natürlich eine natürliche Grenze. Wenn das Blatt Klopapier mehr kostet als 5 Euro, dann kann man sich natürlich auch mit dem 5-Euro-Schein in den Arsch abwischen. Ja? Vorbei ist natürlich die gute alte Zeit, in der man noch sowas gehört hat hier. So sieht's aus. Naja. Und das ist nicht das Einzige. Schauen Sie mal, was noch teurer wird hier. Spargel! Ja! Jetzt stehen viele jeden Tag vor der Wahl, Spargel essen oder Arsch abwischen. Ja. Ah ja. Wenn man seinen Gästen so richtig imponieren möchte, dann serviert man einfach Spargel auf Toilettenpapier. Auch eine gute Idee, oder? Und warum ist das so? Warum ist das so? Warum wird der Spargel jetzt teurer? Mindestlohn? Ja, gucken Sie mich nicht an. Sie haben Andrea Nahles gewählt. Mindestlohn, ja? Weil die polnischen Spargelstecher so viel Geld bekommen, ja? Robert Lewandowski will schon umschulen, ja, weil das nicht einträglicher ist. Haben Sie Germany's Next Topmodel gerade gesehen zu Hause? Ja, es war sehr interessant hier nach einem Catwalk. Hat offensichtlich Wolfgang Job Probleme, die Mädels wiederzuerkennen. Toll. Wer ist denn das? Ich hab sie gar nicht erkannt eben. Wer ist denn das? Sarah. Ich erkenne die alle nicht. Sie geht toll, guck mal. Wer ist das? Ist das Samantha oder? Ivana. Ivana, toll. Ja. Da, ihm geht's wohl genauso wie allen anderen Fernsehzuschauern auch. Wer ist das? Fragt man sich. Wie soll man die auch erkennen, wenn die sie immer wieder umziehen? Das ist doch total verwirrend. Ne?